Facebook Privatsphäre Einstellungen Teil 1. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von Rienimage und Sie schauen website-marketing.ch. Es wird immer komplizierter mit Facebook. Die Privatsphären Einstellungen, die sind schwer zu erlangen und auch zu begreifen. Ich habe mich mal drusch gewühlt und zeige Ihnen nun den ersten Teil dieser Einstellungen. Darauf komme ich wie immer hier über die Privatsphären Einstellungen. Dann komme ich hier auf diese Seite drauf. Das können Sie sich mal durchlesen und habe hier dann drei so Häkchen, die ich setzen kann, öffentlich, Freunde oder Benutzer definiert, und Sie sehen es dann auch gleich oben hier, wenn der Status ändert. Wenn ich es auf der Statusmeldung, also auf meine Timeline poste, dann kann ich das direkt im Post drin wählen. Das hier ist aber für Einstellungen zum Beispiel für mobile Endgeräte, weil dort kann ich das nicht wählen. Das heißt, hier ist man gut bedient, indem man auf Freunde klickt, oder man kann sogar auf das Freunde von Freunden sehen und dann zum Beispiel noch Menschen ausschließen. Ich kann aber auch sagen, das sehen nur Freunde oder das sehen bestimmte Personen, sogenannte Listen dann, oder nur ich. Das ist mal der erste Bereich. Dann gehe ich hier runter auf die Funktionsweise von Verbindungen. Das ist wie früher ganz ähnlich aufgebaut. Der erste Punkt: Wer kann dein Profil mit Hilfe deines Namens oder deiner Kontaktinformation finden? Das habe ich an. Das heißt also, wer findet sie auf Facebook? Da könnte ich jetzt sagen, das seien nur Freunde von Freunden, dann würde ich das ein bisschen einschränken, das habe ich aber mal offen gelassen. Dann der zweite Punkt ist, wer kann dir Freundschaftsanfragen schicken? Auch das lässt man logischerweise besser auf, weil wenn ich hier nur Freunde von Freunden habe, schränke ich das wieder stark ein. Das heißt, es kann jemand dabei sein, der noch kein Freund eines meiner Freunde ist, und kann mich so nicht als Freund anfragen. Dann der nächste Punkt, wer kann dir Facebook-Nachrichten senden? Dann habe ich hier noch Freunde von Freunden, da kann man auch nur auf Freunde gehen. Es kann sein, beispielsweise bei Frauen, dass die dann viel mehr über diese Direct Messages oder eben über die Facebook-Nachrichten erhalten, da also auch auswählen. Dann der nächste Punkt, wer kann an deine Pinnwand posten? Das ist der Punkt mit dem Ad, da habe ich nur Freunde drin, das würde ich sicherlich so belassen. Ich kann nur ich, aber dann kriege ich auch nie einen Post einer meiner Freunde in meine Timeline rein. Das heißt, wenn ich bei einem Freund auf die Timeline gehe, kann ich ja da was reinschreiben. Das würde ich hier ausschließen, wenn ich das auf nur ich machen würde. Und dann der letzte Punkt. Wer kann Pinnwand-Einträge von anderen Personen in deinem Profil sehen? Da habe ich auch alle Freunde. Würde ich auch so lassen. Auch hier, wenn die Timeline-Einträge hat, dann sehen das hier bei mir alle Freunde von anderen Personen. Das also mal der erste Schritt, der erste Teil dieser Facebook-Privatsphären-Einstellungen. Ich habe hier noch die Pinnwand drin. Neu ist natürlich die Timeline, logischerweise, aber das Ganze bleibt sich ansonsten gleich. Würde mich natürlich interessieren, wie ihr eure Einstellungen in dem Bereich getätigt habt. Weitere Videos zu dem Thema gibt es natürlich auch. Die sind im Video drin verlinkt. Für Kommentare freue ich mich natürlich wie immer. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INMAG und Sie haben Website-Marketing.ch geschaut.